Bird Machine. Check. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Christmas 5. Ja, meine lieben Freunde, heute bin ich leider alleine, denn der liebe Fluffix ist gerade bei unserem Mod auf der Geburtstagsparty und zwar beim lieben Manu, aka Ratch auf dem Discord-Server, unser schöner Adventkranz. Okay, schön leider hingestellt. Aber, ja Leute, was könnten wir jetzt groß erzählen? Was ich vorhabe, ist auf jeden Fall den Beacon endlich zu aktivieren. Ich habe endlich die Bauteile, also den Beacon habe ich offscreen gefarmt. Das heißt, wir können den Beacon starten, das machen wir jetzt schnell. Resistance Level 2 haben wir jetzt. So. Und jetzt möchte ich kurz ein bisschen über mit euch reden, weil einmal zuerst. Das ist der neue Weihnachtsskin. Die erste Folge habe ich leider verloren. Das habt ihr jetzt mittlerweile mitgekriegt. Deswegen wollte ich jetzt nochmal meinen neu gepixelten Minecraft-Skin sagen. Der sieht dementsprechend so aus. Von hinten sieht er so aus. Ich glaube, das sind auch einzelne Layer. Also viele sind einfach einzelne Layer. Ich habe schon wieder komplett vergessen. Okay, doch nicht. Es ist nur der Hut. Ich kann auch ohne Weihnachtsmütze herumlaufen, weil es ist chillig. Aber ich finde, die Weihnachtsmütze, so wie auch in der Facecam, gehört einfach dazu. Und ja, jetzt können wir endlich den Beacon hier zubauen, wieder Rüstung anziehen. Und jetzt kann ich euch mal erklären, wieso Minecraft Christmas eher heuer ein, wie nennen wir es, Podcast-Projekt ist. Darüber kann ich jetzt mit euch sprechen, da wir ja alleine sind. Und ja, kurz und knapp, ich habe zu wenig Zeit für ein aufwendiges Minecraft Christmas, also aufwendig in dem Sinne, wie wir es jetzt die letzten Jahre immer gehabt haben. Denn wie ihr alle wisst, bin ich noch in der Ausbildung in meiner Firma. Das heißt, ich habe noch. Also, ich tätige einen Job aus. Denn so viel YouTube-Money verdiene ich dann auch nicht, dass ich von dem leben könnte. Und das ist auf jeden Fall. Also, das ist aktuell so. Und das nächste, was auch ist. Dadurch bin ich in der Berufsschule. Und die Berufsschule von mir ist aber in der nächsten größeren Stadt hier in Kärnten. The hell? Okay. Und deswegen, die nächstgrößere Stadt ist nämlich Villach. Und die ist dann schon ein paar Meter weiter weg von mir als jetzt zum Beispiel. Also die in Kärnten bzw. Österreich wohnen, wissen, dass Villach und Klagenfurt sehr weit entfernt sind. Oder zwischen denen zwei wirklich lange Autofahrt dazwischen steht. Und genau, ich bin noch einmal ein bisschen weiter weg als Villach. Als Klagenfurt von Villach. Das bedeutet, ich schlafe auch oben in Villach in einem für die Berufsschule extra gebautes Lehrlingsheim. Und das ist halt aktuell der Grund, warum Christmas so in diesem Format ist heuer. Deswegen auch die Map vom vorigen Jahr. Jetzt kann ich eigentlich alles mal kurz erzählen. Ach, wow. Kein Wunder, dass da nicht das andere gegangen ist. Oh Gott. Ich wollte endlich nicht Resistance, sondern Regeneration 2 haben, aber da das kein Full Power Beacon ist, habe ich verkackt. Schade. Mir fällt genau ab, look. Mal bitte Eisenfarm, hab ihn drin. Ja, und das ist heute der Grund, warum auch zum Beispiel so wie heute. Heute ist nämlich auch ein Tag, was eigentlich untypisch ist für mich sonst aufzunehmen. Nämlich heute ist Sonntag. Ich nehme eigentlich mal samstags auf. Aber da ich Samstag eine Geburtstagsparty hatte, konnte ich nicht aufnehmen. Und deswegen nehme ich halt Sonntag heute auf. Also für euch ist es heute schon Part 6, also der Dienstag. Aber für mich ist es halt 1.4. Und da ist halt das Problem bei mir, dass ich auch nicht so viel Zeit für private Sachen habe, obwohl so viele private Sachen anstehen. Und das ist natürlich schlecht. Jetzt konnte ich nämlich den Beacon auf Regeneration machen, oder? Jawohl. Jetzt funktioniert das, was ihr machen wollt. Wenn das so passt, dann lassen wir es. Also wenn das jetzt so ist beides, dann lassen wir es. Jo, okay. Das ist chillig.
Ja. Das ist einfach einmal das so Grundprinzip. Das nächste, was auch sein wird, auf jeden Fall, es wird sich komplett YouTube-Kanal Apple TV ändern. Das werden wir aber komplett nächstes Jahr, also nicht nächstes Jahr, am 31. besprechen, denn jetzt wird es dann kritisch für die Klickszahlen her. Weil jetzt sehe ich schon langsam, jetzt bekomme ich diese, YouTuber sagen immer, diese Zahlenkrankheit, die bekomme ich jetzt so, wie es aussieht, und ich möchte generell ein bisschen umändern alles. Wow, ich habe einfach zu wenig Erde für das, so voll für den Kopf läuft bei mir. Ihr merkt, dass es, ich red echt eigentlich selten so wieder. Ich spiele Minecraft, Facecam und red einfach allein. Das habe ich bis auf in die Singleplayer-Let's Plays gar nicht mehr so gewöhnt in Minecraft. Denn, wie ich jetzt letztens mal mit Berge geschaut habe, von den Klicks her, ist Minecraft Christmas 4 die erste Folge weniger geklickt als diese hier. Warum auch immer. Ich kapier's auch nicht. Obwohl Minecraft Christmas 4 neue Map hatte und alles, aber ist nicht das meist geklickt. Oh Gott, die Lava. Hohohoho. Das war fast zu knapp. Also Christmas 4 ist nicht mal das bestgeklickteste Christmas, denn es ist Christmas 1. Und hinter Christmas 1 Folge 1 ist jetzt Christmas 5 Folge 1. Und das ist echt brutal. So. Da werden wir jetzt einfach so machen. Was? Brauche ich schon die Großblöcke. Machen wir jetzt einfach so. Und so. Perfekt. Nein. Verdammt. So. Passt. Wenn wir da runterbauen. Oh Gott. Das war zu früh abgebaut. Und diese stummen Szenen, die cutte ich ja jetzt auch raus. Außer, ja, das könnten wir auch jetzt mal besprechen. Wieso kamen so komisch geschnittene, beziehungsweise fast gar nicht geschnittene Videos, so Uncut-Videos in Minecraft? Weil die habe ich ja eigentlich in den Channel News verabschiedet. Kann ich euch sagen, ich hatte keine Zeit zum Cutten der Videos. Und das hat man halt in den ersten 5 Folgen gesehen. Und das probiere ich jetzt eigentlich mit dieser Folge noch nicht zu richten, aber mit den ab 8. Dezember, weil ab 8. Dezember habe ich einen ganzen Tag zum, zwei ganze Tage zum Aufnehmen und dann die ganze Tage zum Cutten. Und das werden wir dann auch so benutzen, das heißt Mittwoch, den 8. werde ich bis auf Minecraft noch ein anderes Projekt aufnehmen, und zwar Mario Kart 8 Deluxe. Das probiere ich eigentlich schon am 7. aufnehmen, wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, da kommt ein Creeper. Oh, ich habe keinen Pfeil. Verdammt. Holy. Deswegen baue ich jetzt endlich so im Dorf um. Und das ist halt chillig, weil dann habe ich halt 2 Tage zum Videos aufnehmen und einen Tag zum... Au. Ah ja. Dann mal wieder auf die Advancements schauen. Okay, jetzt habe ich wieder Pfeiler, das ist chillig. Ja, das ist so einmal das Grundprinzip. 19 wird niemals reichen. Das reicht mir nämlich verbaut die ganze Zeit. Aber es wird sich echt grundlegend komplett alles ändern. Da machen wir zu. Da lassen wir den frei. Da bauen wir den weg. Und da so zum Feld. Die Wege werden wir erneuern da noch. Also da das Weizenfeld werden wir noch da hinten setzen. Das finde ich ja gerade so cool an Christmas 4. Du kannst es da halt echt schön verbauen, weil das ist echt eine geile Map. Geh mal schauen, ob ich vielleicht eventuell noch Grasblöcke bei mir unten. Aua. Das war zu weit. Das war zu weit, Orbe. Das da unten werden wir auch noch alles umbauen. Ach ja, freu mich aber. Ich freue mich aufs Verschönern der Map. Die Map hat es verdient, ein bisschen verschönert zu werden.
Ja. 5 Minuten schon herumreden. Kamot. Jo, das habe ich auch gesagt, das wäre ja auch noch. Das ist da. Da heißt zwar biegen. Und 40 Crossblöcke müssten reichen, aber was auch noch reichen müsste, da habe ich. Wow. Und da habe ich, genau. Schön. Jetzt ist das eingesperrt, das passt da. Schöner Beacon, der eingesperrt ist. Ach, oh Gott. Haben wir noch irgendwo buntes Glas? Da können wir halt das Glas einfärben. Ja, Poppy ist doch. Ich glaube, wir haben nicht zu viel Glas dafür zum Einfärben, oder? Warte mal. Da habe ich 4. Oh, könnte sich eventuell ausgehen. War das nicht so? Verdammt, doch nicht. Aber ich mache mal noch einmal Red. Ah, Glas. Hä? Fährt man Glasscheiben echt mit Ochter? Oder halt Glas? Wow, ich hab das die meisten Blöcke, gut zu wissen. Hab ich noch Sand irgendwo? Soul Sand, Nether Quartz, Ore. Oh, was Gross? Das kosten wir mit. Da habe ich Gravel. Hab ich echt keinen Sand mehr? Es gibt ja fast gar nicht. Huh, White Dye. Ah, die brauche ich auch. Okay, da habe ich auch noch so viel Gross. Nee. Ich habe echt kein Gross mehr. Kamot. Mal zum Fluffix und mal schauen, obwohl er nicht da ist. Hehe. Ach ja. Hallo. Nein. 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 Nö. Vergiss es. Nö. Nee. Poppies, ja, die haben wir, von denen haben wir genug, aber Sand nicht. Okay, dann gehe ich schnell Sand holen. Was jetzt nicht? Bin ich schnell auf. Obwohl. Ich hab keine Lydra, verdammt, auf die habe ich vergessen. Das sind Grasblöcke, verdammt. Wir da nirgendwo Sand haben. Kann aber gut möglich sein, dass wir nirgendwo einen Sand haben. Kacke, kacke, kacke. Ah, doch, da hinten. Und swoop, und draußen. Was ich abfuhr habe, ist ein Aufzug von da herunten bauen, weil dann können wir das da herunten echt geil ausbauen. Jo, das werden wir uns dann in der nächsten Folge noch. In der nächsten Folge schauen. Weil das ist schon cool, aber Aufzug ist halt echt geil. Wenn wir einen Aufzug bauen. In der nächsten Folge. Mein Haus laufen schnell. Ich glaube, das wird schon passen. Ah ja. Coole. Schwuppdidu. Alles klar. Warte mal. Kurz in die Öfen alles eine schauen. Da oben eine und da oben kommt da das Sand eine. So. Ja, da kann ich mal eine zweite Schalkerkiste machen. Wo habe ich meine Elytra hin? Also, wow. Sie ist im Inventar. Echt, was ich für ein cooles Haus in dem Christmas gehabt habe, fällt mir gerade auf. Ey. Ja, das kann sich sehen lassen. Ah, kann schon wieder nicht sprinten. Immer schon am Anfang gedacht, einfach ein Speed-Beacon reinzutun, aber nö.
Auf jeden Fall, jetzt werden wir mal kurz schauen. Ich glaube, ich weiß aber, das Haus sich opfern wird für einen Aufzug. Nicht das Iglo, sondern das da. Wäre einfach da. Da runtergraben und da runtergraben. Und dann haben wir da ein geiles Haus. Ah, warte. Du kommst aber auch weg. So. Da ist eh Stadtgrenze in dem Sinne. Und da kannst du eh geil aufgehen. Da weiß ich nicht. Irgendwie habe ich da irgendwas auch Bock zu bauen. Und ich hätte Bock, Cobblestone Generator hin oder her, aber ich hätte Bock, wenn wir ihn so aufwärts bauen. So in einer Art Turm oder so. Voll Bock drauf. Aber nun gut, Leute. Da mache ich jetzt noch schnell den Zaun hin. Und würde dann sagen, was ist das mit Folge 6 schon mittlerweile von Minecraft Christmas 5? Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dann sagen wir tschö mit Ö, ciao mit V, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Minecraft Christmas 5 wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus.